Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze mit der Montagssendung von Borgheide News TV, wie immer am Montag, ja wann sonst, ne? Der Matze hat mal wieder ordentlich mit vorgearbeitet, aber höchstwahrscheinlich, weil er sonst nichts zu tun hat. Was macht er eigentlich die ganze Woche über? Ich weiß es nicht, aber gucken wir mal einfach mal. Sag mal Lutze, muss das sein? Psst, mach mal leise, noch nicht verraten. Und schon hörten sie wieder dieses Lachen. Es wird aber immer noch... Ja, was soll ich sagen? Jetzt wird Matze komisch. Ja, aber das ist nicht alles, was er gemacht hat. Er hat auch noch was anderes gemacht. Er war nämlich bei der Jugendfeuerwehr und hat ein paar Infos von der Jugendfeuerwehr, die gerne Danke sagen möchte für die fleißigen Schrottbereitsteller aus Borgheide. Und auch da haben wir ein Video. Ja, Lutze, apropos Jugendfeuerwehr in Borgheide. Die Jugendfeuerwehr möchte sich ganz recht herzlich bei den Borgheider Einwohnern bedanken, die so tatkräftig ihren ganzen Schrott rausgeworfen haben, den die Jugendlichen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Borgheide dann einsammeln konnte. Sie haben das zu Geld gemacht im Schrotthandel und konnten einen Ausflug nach Isenbüttel machen. Das ist in Niedersachsen in der Nähe von Wolfsburg, konnten dort die Feuerwehr in Fallersleben besuchen, Einsatzgebiet etc. und was sie dort zu tun haben. Die sind auch sehr nah in Wolfsburg und in der ganzen Gegend tätig und konnten auch die Zeit nutzen, dann mal gemeinsam in ein Spaßbad zu gehen, hatten dort eine sehr schöne Unterkunft, hatten ein sehr schönes, ich nenne das mal Team-Meeting mit der ganzen Truppe der Jugendfeuerwehr zusammen. Es hat ihnen sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, ein ganz herzliches Dankeschön an die Borgheider und sie freuen sich auch auf das nächste Mal, wenn es wieder zu so einer Aktion kommt und dort wieder geholfen werden kann. Außerdem gibt es bei der Feuerwehr noch den Plan, die Jugendfeuerwehr nochmal aufzuteilen in die Altersbereiche bis 10 Jahre und über 10 Jahre. Was da noch kommen soll, das werden wir mal mit dem Daniel demnächst nochmal separat in einem kleinen Interview rausziehen, was er dort vorhat, was die Feuerwehr vorhat, um den Nachwuchs zu fördern. Die Feuerwehr sucht nach wie vor Nachwuchs. Also wer noch kein Hobby hat und wer sich vorstellen kann, bei der Truppe mitzumachen, ist eine dufte Truppe, meldet euch bei der Feuerwehr. Über den Daniel Kühn könnt ihr euch dort melden. Kein Problem. Ich kann mal, ich mache mit ihm noch ein Video und dann machen wir ganzen Kontaktdaten alles mit rein und dann habt ihr alle Informationen. Soweit erstmal zum Thema Jugendfeuerwehr. Ciao. Ja, da kann man ja nun nicht meckern. Es ist schön viel zusammengekommen und die Jugendfeuerwehr freut sich jedes Mal, wenn die Borgheider so viel Schrott für sie sammeln. Dann gibt es noch einen Hilferuf von der DLRG, genauer genommen von der schnellen Einsatzgruppe SEG. Die nämlich haben ein Fahrzeug in Altborg stehen und dort soll die Garage zum Ende des Jahres gekündigt werden. Das heißt, die DLRG, die SEG, schnelle Einsatzgruppe, braucht dringend für einen VW Crafter 6,3 Meter lang, 2,3 Meter Höhe, circa 3 Meter hohe Garage. Stromanschluss wird benötigt und der Landkreis bezahlt auch die Miete. Also wer da helfen kann, kann sich gerne an die DLRG wenden, an den Frank Wiens, an den Hannes oder an Enrico. Wie gesagt, ein Crafter mit 6,30 Meter Länge, 2,30 Meter Höhe, sollte schon eine Höhe von 3 Meter für die Garage da sein und ein Stromanschluss wird benötigt. Wer helfen kann, einfach melden. Und weiter geht es mit dem besonderen Abend am Samstag, dem 1. Dezember, die skurrilen Abenteuer des Don Quixote im Foyer der Kita diesmal ab 17 Uhr. Don Quixote mit den Schauspielern René Char, Gitarrenduo, Canciones Españolas, Gerhard Koch Darko und Erich E. Radke. Sie mutieren nicht nur zu Windmühlen, sondern müssen sich auch als Eseltreiber, Markt- oder Schankwirt verdingen, richten das Schwert gegen Weinschläuche oder massakrieren eine Schar unschuldiger Mönche. Mit Spaß und Spielfreude wird auch mal improvisiert und das Publikum befindet sich unversehens als Teil der Inszenierung wieder. Also wer da drauf Lust hat,
bitte am 1. Dezember, 17 Uhr, Foyer der Kita Borgheide. Dann kommen wir schon zum Fußball. Diesmal war unsere Mannschaft auswärts in Redel unterwegs. Blau-Weiß-Redel hatte zum Duell gebeten und was da los war, seht ihr jetzt. Hartmut, ein Auswärtsspiel in Redel, gewonnen, aber ich hatte mal das Gefühl, ein extrem schnelles Spiel und was mich verwundert hat, es war immer ziemlich eng hier auf dem Platz. Was war hier los? Ja, man muss sehen, der Platz ist extrem klein. Ja. Das heißt, du hast nicht die Räume, die du auf dem normalen Platz hast. Ja. Und damit wirkt das von außen natürlich so, als ob da eine Wusel ist. Ja. Ein technisches Fußballspiel ist natürlich schwierig da umzusetzen, weil permanent jemand auf dem Fuß steht, egal ob das Gegner oder eigene Mannschaft ist. Du hast die Räume nicht. Genau. Und damit wird es ein zerfahrenes Spiel. Und damit wurden viele Aktionen nur durch lange Bälle hervorgerufen. Die gingen ja hin und her. Zwischen den Strafräumen gingen die Bälle ja hin und her. Ja. Und so eine klare Spielaktionen war Mangelware. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass der Platz überhaupt nicht gerade ist. Die Ecken laufen hier so runter, dass man den Ball manchmal gar nicht rauskriegt. Oder ja, so, oder? Ach, ja, das sehe ich nicht so als Grund, weil da müssen die anderen Mannschaften müssen alle mit klarkommen. Ja. Entscheidend war der Wille, dass wir den Kampf angenommen haben. Ja. Und gerade hier in Redel musst du den Kampf annehmen, sonst gehst du hier unter. Ja. Und das hat meine Mannschaft recht ordentlich gemacht. Und letztendlich war ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient, 3 Punkte mit einer Pokal. Sehe ich auch so, es war toll, 3-1, 3-2 gewonnen. Der Punkt bleibt bei uns, obwohl das wieder mal ein Auswärts. Wir hatten ja wenig Auswärtsspiele bis dato und müssen uns in den Auswärtsspielen auch noch beweisen. Ja, natürlich, ja. Aber es war wichtig, wie gesagt, dass wir da oben dranbleiben durch diesen Auswärtssieg und alles andere schauen wir mal, wie sich entwickelt. Super Sache, wir haben uns tatsächlich gefreut, auch hier mit zu Gast zu sein und hat wieder mal Spaß gemacht, wie immer. Dankeschön. Gut, danke und herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Die Jungs haben wirklich einen guten Lauf momentan. Wir sehen uns natürlich dann am nächsten Sonntag um 14 Uhr zum Heimspiel wieder gegen Treuenbrietzen 2 auf unserem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz. So, jetzt noch das Wetter. Lieber Matze, was hast du uns zu sagen? Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ja. Kommen wir zum Wetter, bevor wir zum Wetter kommen. Das Fußballvideo übrigens waren 130 Einzelvideoschnipsel, aus denen ich mir mal so die ganzen Szenen rausgesucht habe. Ja, dauert ein bisschen. Und ja, Glühweinabend haben wir auch gut überlebt, denke ich mal. War eine sehr schöne Veranstaltung. Schönen Dank auch von mir nochmal an alle, die da waren. Zum Wetter in der kommenden Woche. Wir werden es mit fetten 33 Grad weniger als in Gambia zu tun haben. Schöne Grüße an den Marcel und an den Franz in die Westsahara, die da gerade unterwegs sind. Die schwitzen da schon ordentlich, habe ich gelesen. Und Motor hält durch. Weiterhin alles Gute. Also ihr habt schönes Wetter da unten, während wir es wirklich die Woche, Anfang der Woche richtig krachen lassen. Da kommen die Minustemperaturen und auch vermutlich Mittwoch, Donnerstag, dass wir tagsüber noch Minusgrade haben. In der Nacht etwas kälter. Aber Richtung Wochenende wird sich das schon wieder ein wenig entspannen. Der möglicherweise Hauptniederschlagstag könnte der Freitag sein. Was runterkommt, wenn was runterkommt in Borgheide, Regen oder Schnee, egal wie. Ihr passt euch, Versprecher sind immer toll, ihr passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns bald wieder. Allerspätestens zum 15.12. zum Weihnachtsmarkt im Waldbad Borgheide. Das schon mal als kleine Vorschau. Soweit von hier. Schöne Woche gewünscht. Ciao. Okay, hört sich ja erstmal ganz gut an. Wir warten ja trotzdem noch auf Schnee. Es ist bald Weihnachten und zum ersten Advent könnte man schon mal eine Flocke gebrauchen. Ne? Ich weiß, die Autofahrer schimpfen. So, jetzt kommen wir noch ganz zum Schluss zu unserer zweiten Glühweinparty. Wir, also der Matze und ich und natürlich unsere Mädels, die uns geholfen haben, wollen zum Schluss nochmal Danke sagen. Und zwar an die Gemeinde und den Jugendclub, namentlich Stefan Güthoff, für die Nutzung der Räume. Und an alle, die an uns gedacht haben und die uns so toll unterstützt haben mit Spenden und mit dem Vertilgen von Bratwürsten, Glühwein und Bier. Ihr wart wirklich gut. Wir waren überrascht, wie viele Leute dort waren. Und wir haben natürlich hier einen Blick auf unsere Party. Bitte schön. Wir trieben hierher zu kommen. Einfach runter essen, warte. Guck mal, ja, ich möchte mal im Mund. Das Lübser. Was? Das Lübser, aber ach, ihr seid wegen dem Bier gekommen. Nein, wegen euch. Natürlich. Und
wegen euch natürlich. Entschuldigung. Nur wegen euch. Also, Matze und Lutz und Matze, Burgheide. Einfach als Dankeschön für eure Arbeit, die ihr in den letzten Jahren hier für unseren Verein gemacht habt. Auf Leute, cool, Verein. Cool, Leute, ja? Du musst jetzt ein bisschen eine Träne aus dem Auge drücken. Genau, bitte, ja? Die Träne. Warum haut denn jetzt ab? Wo ist er hin? Lutze! Da. Elektrolyte. Ja. Jedenfalls, vielen Dank. Hier sind wirklich viele Leute unterwegs und die waren auch fleißig beim Trinken und Essen. Und wir haben sogar richtig coole Spenden bekommen. Richtig cool. Zum Beispiel von den Fireflies. Voll. Hier ist ein Kommen und Gehen und drin voll mit Kindern. So viele Nachwuchs von Burgheide News TV, so viele Kinder hier, dass man hier aufpassen muss, mit wie viel man. Burgheide ist cool. Und hier haben wir nämlich unsere coole Fußballtruppe hier. Da, die drei Damen von der Fußball-Burgheide. Nein. Aber SV90, BSV 90 haben wir hier zu Besuch. Mojo, der versteckt sich ein bisschen, der ist kamerascheu. Ja, das muss aber auch. Tim nicht, der legt sich für uns quer in die Luft, wenn wir filmen. Morgen der Tor wieder der Mojo, dann ist alles gut. Und Lukas hier. Nehmt Freddy und unseren Sechser auf, das ist das Beste. Lukas räumt die Abwehr ab, alles in Ordnung. Und Jörn? Schöne Grüße nach Brasilien. Ja, du darfst heute ganz viele Grüße senden und darfst sagen, hallo. Hallo, Katja. Ja, Mama, ich bin das erste Mal im Fernsehen. Ja, du darfst das jetzt. Und heute hast du auch die Chance, dass man bitte auf der Landessprache auf zu senden. Portugiesisch. Auf Brasilianisch. Oi, mein, tudo bem? Aqui, tudo bem? Tudo certo? Tu, joy? Beijo, ciao. Eitorte. Warte, hast du noch andere Freunde, die du grüßen möchtest? Ja, meine Familie würde ich gerne grüßen. Ja. Mach das jetzt, hau rein. Du hast jetzt die Chance. Das geht über Burgheide News TV bis nach Brasilien. Ja. Oi, Familie. Tá tudo certo aqui? Tá tudo bem? Eu tô de boa. Então... Viel Spaß bei euch. Ciao. Sehr geschehen. Warte, noch stehen wir hier im Winter am Feuer, aber was wird nächstes Jahr passieren im Juli? Tja, da wird wohl die Neuauflage vom Baum- und Borkbogen mehr stattfinden. Und zwar am 19. und 20. Juli auf dem Airport in Burgheide. Siehst du, boah, so wieder eine Party. Ja, sag mal. Da muss man auch mal was sagen drüber. Ja, ich habe ja schon gekündigt bei mir und habe ja keine Zeit. Ich bin hier Burgheide ständig mit irgendwelchen Partys. Hallo Mami, hallo Papi, schöne Grüße aus Burgheide. Wir haben jetzt vom Bahnhof bis hierher 2 Stunden angestanden. Haben es nur geschafft, schon den Glühwein zu trinken. Wir wollen uns ganz herzlich bedanken für die Einladung von BNTV. Super, dass ihr das so gemacht habt. Aber nächste Mal Bodyguards, weil die Edelfans vom BSV haben bitte Vorrang. Sehe ich genauso. Vielen Dank. Ja, super. Wie gesagt, das war toll gewesen. Wir werden es nächstes Jahr wiederholen, weil es so Spaß gemacht hat. Wir sehen uns hier wieder. Und bis zum nächsten Montag, wie immer, hier bei Burgheide News TV, euer Lutze. Und tschüss!